Ja, und nach diesem wirklich überaus kurzen Intro heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wir spielen Golden Sun. Es ist damals erstmalig für den Game Boy Advance erschienen. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, ich finde es total liebevoll gestaltet. Der komplette Soundtrack ist wirklich unglaublich schön gemacht. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, beziehungsweise die ganze Spielreihe ist quasi, zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ja, einfach total schön gemacht, liebevoll. Ja, und damit geht's jetzt tatsächlich auch los. Falls ich mich heute nicht so schön anhören sollte, dann liegt es daran, dass ich wirklich keinen guten Start in den Tag hatte. Ich habe dazu auch ein paar Videos im Depressionsbereich aufgenommen. Ob sie bereits hochgeladen sind, wenn dieses Let's Play hier erscheint, weiß ich nicht. Wenn ich dran denke, werde ich sie auf jeden Fall verlinken, falls euch das Ganze interessiert. Dann könnt ihr euch das Video dazu anschauen. Oder die Videos, wie auch immer. Ich habe zwei Stück gemacht. Ja, in jedem Falle freue ich mich total, dieses Spiel jetzt spielen zu können. Und wir legen jetzt einfach mal los. Man hört auch schon im Hintergrund diese richtig idyllische, liebevoll gestaltete Musik. Es ist einfach wundervoll. Also ich könnte sie mir wirklich den ganzen Tag anhören. Ja, es ist einfach nur klasse. Ah, so schön. Okay, wir heißen nicht Isaac oder Isaac oder Isaac, wie der Protagonist sonst eigentlich heißt. Nein, wir benennen uns natürlich wieder. So, Skypira passt nicht hin, deswegen werden wir diesmal, wie auch bei Pokémon, Sky heißen. Nicht Skype. Skype ist furchtbar. Skype ist ein komisches Chatprogramm mit Videotelefonie und was weiß ich nicht alles. Nein, wir heißen Sky oder Skypira. So, Ende im Gelände. Da und damit geht's los. Sky, wach auf! Bitte, mein Schatz, wach auf! Ja, wir sehen hier rumst und donnert und bebt es alles. Richtig heftig, die Welt geht unter. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich verstehe ihn. Wenn es draußen so richtig gewittert und donnert und knallt und am Schiffen ist und der Wind heult. Ich kann sowas von gut schlafen. Ich habe sonst richtige Schlafprobleme, aber wenn die Welt draußen untergeht, ich kann so gut schlafen. Ja, also ich verstehe ihn total. Der Felsen vom Alephberg fällt ins Tal. Oh nein. Oh. Komm schon, Sky. Wir müssen los, sofort. Ja, ich bin wach. War ich die ganze Zeit. Sky, du hast etwas vergessen. Sie setzt den Fänger ein. Eine Synergy, wie wir später erfahren werden. Dazu später mehr. Draußen schüttet es. Du sollst nicht ohne deinen Mantel gehen. Ja, danke. Dann mal los. Hast du alles, was du brauchst? Unser Gameboy liegt da noch im Schrank. Also den brauchen wir noch. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Du wirst leider darauf verzichten müssen. Hey, der Alte, ich soll auf meinen Gameboy verzichten? Spinnst du oder was? Skydora, schnell! Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Ja. Wenn es sein muss. Mein Gameboy. Na gut, komm, wir gehen. Verzeihung. Okay. Glaubst du, dass sie den Felsen aufhalten können? Ich glaube nicht. Zumindest nicht für lange Zeit. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am Dorfplatz. Hä? Kommst du denn nicht mit? Ich muss den anderen dabei helfen, die anderen Dorfbewohner zu evakuieren. Lass mich dir helfen, Kai. Das ist zu gefährlich, Dora. Bitte geh und kümmere dich um Sky. Ne. Sky ist alt genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen. Du kommst doch alleine zurecht, oder, Sky? Ja, natürlich. Schaffen wir, oder? Nein, Mami, nein, wir brauchen dich. Komm mit uns. Nein, wir schaffen das. Wir sind groß und stark. Wir sind 13 Jahre alt. Wir können alles. Wir sind der Hammer. Du kennst den Weg. Geh einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber sei vorsichtig.
Ja. So, Süden hat sie gesagt, oder? Also den hinterher. Uah. Nein, okay. Wir machen mal, was die Alte sagt und wissen, okay. Jo, die Alte, die taucht nichts. Selbst wenn wir jetzt hier lang. Ja, ihr seht es, rums. Also doch. Mami hinterher. So, wir können hier gehen. Wenn wir B gedrückt halten, dann laufen wir. Oh, hier seht. Verzeihung, da überkam es mich. Ja, der drückt sich da nichts aus der Leiste. Nee, er zieht da seinen Kram hinterher. Was machst du da? Sky, was willst du? Ich versuche, meine Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Ja, cool. Sieht irre aus. Ich pack mein Zeug auch immer in so eine fette Schatztruhe und ziehe sie hinter mir her. Wo kommt er eigentlich her? Wohnt er hier in der Felswand oder? Naja, also wir können ihn jetzt noch mal anlabern, dann bilden wir ein Team. Aber wir wollen gar nicht mit ihm intim sein. Deswegen hauen wir jetzt ab. Du willst mich hier doch nicht einfach zurücklassen, Sky, oder? Naja, ich meine, wenn du so fragst, jetzt macht er uns ein schlechtes Gewissen, oder? Doch wohl, ja. Komm, so gemein können wir nicht sein. Nicht zu garet. Wenn mich jetzt ein Felsen erschlägt, verliere ich nicht nur meine Truhe, sondern auch mein Leben. Ja. Weise Erkenntnis. Lass uns einfach von hier verschwinden. Ja, jetzt sind wir doch mit ihm intim. Also in einem Team. So, aber wir looten noch kurz seine Truhe. Es ist gerade Schätzkiste. Ja, ich weiß, die hat er gerade versucht, unter Darmanstrengungen hinter sich herzuschleifen. Wir wollen sie plündern. Wir haben doch. Was haben wir denn so? Ha, hier gibt es Synergy. Ne, das war B. Synergy Item hier. Guck mal, wir haben noch genug Platz hier im Inventar. Passt da noch locker was rein. Naja. Wir dürfen nicht. Oh, wie schön. Ein Wasserfall. Da fällt das Wasser. Ohne zu schreien. Hallo. Nur. Uah, der Felsen, er fällt. Ja, da seht ihr erneut Synergy, genau das gleiche, wie unsere Mutter vorhin oder gerade eben angewendet hat, um unsere Jacke zu holen von der Wand. Uah, er ist zu schwer. Die wenden tatsächlich jetzt gerade eine andere Synergy an, eine, die tatsächlich für dieses Dorf typisch ist. Aber auch dazu kommt später mehr. Sollten wir dazu nicht mehr erfahren, bis wir das Dorf verlassen haben, werde ich natürlich noch etwas dazu erklären. Wir können ihn nicht länger aufhalten. Ja, Vale. Ich nenne das Dorf Vale. Man kann es auch im Englischen aussprechen, Vale. Aber ich habe das Spiel natürlich als Kind gespielt. Für mich war es Vale. Es wird für mich auch immer Vale bleiben. Deswegen spielen wir hier in Vale. Er wird zerstört, wenn unsere Synergy aufgebraucht ist. Wir müssen durchhalten, bis alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Schnell, Jungs, lauft! Nur noch ein kleines Stück. Komm schon, Sky, lauf! Der Felsen kommt. Hoffentlich kommt er nicht auf uns. Also, nieder. Hallo. Oh, noch ein Felsen. Ja. Diesem Felsen kommen wir nicht vor. Tatsächlich. Wir müssen dann einen anderen Weg finden. Ja, dann machen wir das. Verzeihung. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Und gerade keinen Franzosen parat, der ihn mir abnimmt und zu Tode kocht. So, warum laufen eigentlich nicht alle. Steinschlag. Der Zaun. Überall Monster. Schwer verletzt? Glaubst du auch, dass ich sterben werde? Ja, hier haben wir jetzt tatsächlich Einfluss darauf, was passieren wird. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, doch. Ich mag Toast. Ich weiß auch nicht. So, also glauben wir, dass er sterben wird? Wenn wir ja drücken, dann bleibt er da einfach liegen. Glaubt ja, ich werde sterben, aber ich weiß nicht, wollen wir einen Hypochonder bekräftigen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir nein drücken, dann steht er auf. Oh, es ist ja gar nichts passiert.
bin mir unsicher, ob er jetzt 3 Jahre da liegen bleibt. Verzeihung. Ja, Frosch und so. Ja, wir glauben, ja komm, wir glauben, dass er sterben wird. Ich meine, wir sind ein kleines Kind, wir sind naiv. Natürlich wird er sterben. Ich wusste es. Ich bin am Ende. Rettet euch selbst. Okay, man sieht sich. Ach komm. Selbst wenn wir ihn jetzt leider nochmal ansprechen, steht er nicht auf. Ich bin am Ende. Rettet euch selbst. Immer noch das Gleiche. Mehr wird er jetzt auch nicht mehr von sich geben. Außer vielleicht ein Angstfurz. Man weiß es nicht. Und da haben wir auch unseren ersten Kampf. So, wir greifen zuerst an. Wir können es lesen. Und das heißt, wir haben den ersten Schlag. Jeder aus unserem Team darf zuerst einmal, bevor der eigentliche Kampf losgeht, eine Angriffsrunde absolvieren. Wir können jetzt theoretisch auch Rückzug machen und fliehen. Wir können den Status anschauen oder wir wählen den Kampf. Natürlich wählen wir den Kampf. Diese kleine Maus hauen wir kaputt. Wir haben hier einmal den ganz normalen physischen Angriff mit unserer Waffe. Verzeihung, es wird nicht besser. Dann haben wir hier Synergy, die wir noch nicht haben, weil wir zu jung sind. Wir haben Items, wir haben hier Heilkraut zum Heilen. Und naja, ich meine natürlich eine Machete. Ich bin als 13-jähriger Junge doch auch mit Macheten rumgelaufen. Wer kennt das nicht? Man sieht hier überall diese ganzen Gehören, die überall mit Macheten rumlaufen, sich damit jagen, Schmetterlinge verfolgen. Ist doch ganz normal. Für so einen Jungen, oder? Dass er mit einer Machete rumrennt. Ja. Und dann haben wir hier noch die Verteidigung. Ja, wenn wir Verteidigung auswählen, fressen wir beim nächsten Angriff weniger Schaden. Also bei, Verzeihung, bei allen nächsten Angriffen, die wir erleiden, bis wir das nächste Mal dran sind. So, wir haben keine Synergy, Item Note auch nicht, Verteidigung ist für Schwache. wir gehen voll auf Angriff. So, Gareth hat auch nichts. Er schlägt auch mal zu. Unsere volle Lunte in die Fresse, in your face. So, nachdem der erste Schlag jetzt vorbei ist, geht der Kampf richtig los. Das bedeutet, wer am meisten Geschwindigkeit hat, greift zuerst an oder darf zuerst eine Aktion durchführen. Dann der am zweitmeisten Geschwindigkeit hat, etc. Wir fangen hier jetzt an, das heißt, wir haben von allen drei Kampfbeteiligten, sage ich jetzt einfach mal, am meisten Geschwindigkeit. Angenommen, als nächstes, am zweitschnellsten ist diese, wie heißt die Beißmaus? Ja. Ist die Beißmaus, dann greift sie vor Gareth an. Wenn Gareth schneller ist, dann greift er vor der Beißmaus an. Dazu wird es nicht kommen, sie ist vor Moose. Okay. Wir sehen, Gareth ist schneller. So, Sky greift an. Die Beißmaus ist Matsch. Wir hatten 2 Punkte und 2 Münzen. Ja. Die Punkte können wir uns jetzt irgendwie quasi als so Blindenmarkierung auf den Arm kleben. Eine Fledermaus erscheint. Auch die machen wir kalt. So, boom. Das ist ein kritischer Treffer. Die ist kaputt. Wir sehen, wir hatten 1 Punkt und 1 Münze. Ja, die Punkte sind tatsächlich keine Punkte, die wir uns irgendwo hinkleben können. Nein, das sind die Erfahrungspunkte, die wir sammeln nach jedem erfolgreich bestrittenen Kampf. Und die Münze, das ist die Währung in diesem Spiel. Wir finden hier Münzen, bezahlen damit oder auch nicht. Und laufen jetzt einfach weiter. So, Pestpilz 1 erscheint, Pestpilz 2 erscheint. Ja, wenn es mehrere Gegner des gleichen Typs sind, haben sie einfach Nummern. Die Pilze sind voll die Pest. Wir greifen den hier an. Das sieht gut aus, der ist kaputt. Angenommen, wir haben jetzt beispielsweise... sagen wir mal, 7 Leute in unserem Team. Und mit allen 7 machen wir einen physischen Angriff auf einen Gegner, auf den der eben gestorben ist. So, wir haben gesehen, nach dem zweiten Angriff war der tot. Die anderen 5 werden dann nicht, weil es sinnvoll wäre, die nächsten Gegner angreifen. In diesem Spiel leider nicht. Später passiert es tatsächlich. Die anderen Angriffe werden dann in die Verteidigung gewechselt. Das heißt, die Charaktere greifen dann nicht an. So, wenn man also sinnvoll töten will, muss man in etwa abschätzen können, lernen, wie auch immer, wie viel HP jeder Gegner hat, KP jeder Gegner hat, um dann keine Runden aussitzen zu lassen. So, auch der ist jetzt tot. Ja, später hat man natürlich auch noch AOE, also wer das Wort nicht kennt, das ist eine Abkürzung für Area of Effects, das heißt im Endeffekt eigentlich Flächenschaden
Wir haben jetzt wieder Zeug gewonnen. Aber das hier unten. Das Dorf. Wollen wir dürfen? Dörfland? Nö. Wir schauen erstmal hier über die Brücke. Eigentlich sollten wir nach Süden. Jetzt sehen wir hier die beiden Felsen, wo wir lang gehen wollten. Wir laufen nach Süden. So. Wir hören auf Mutti, oder? Mama ist stolz. Ja. Das hat es uns gebracht. Ein weiterer blockierter Weg. Wir sind nicht stolz auf Mama. So. Wir laufen. Wir können auch gehen. Wenn wir B nicht gedrückt halten, sind wir etwas langsamer. Sieht man auf der Treppe schlecht. Oh nein, mein Bruder! What? Halte durch, Felix! Felix wird schon schaffen. Wir werden einen Weg finden, ihn zu retten. Rums. Ihr habt es gerade gehört, diesen Geräusch, dieses Psch, Psch. Das passiert immer dann, wenn jemand großen Schaden nimmt. Egal, ob das jetzt ein Gegner ist oder ob es einer unserer Charaktere ist. Richtig coole Spielsounds. Auch hier, wenn sie reden, man hört immer dieses Bööö, also als Geräusch dafür, wenn sie reden. Ich finde es einfach richtig cool gemacht. Alles mit dem ganzen Soundtrack, alle Spielsounds, die es hier gibt. Richtig genial. Hat mich immer begeistert. Begeistert mich immer noch. Wird mich immer begeistern. Also eine absolut geniale Spielreihe. Ich verstehe absolut nicht, warum sie ja quasi so wenig bekannt ist. So wenig gehypt wurde damals. Ja. Hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich. Okay, weiter. Nein! Felix! So, da ist er wieder. Hat nur ein bisschen Wasser geschnappt. Ich meine, ist klar, wenn man die ganze Zeit da abhängt, irgendwann hat man Durst, oder? Ist auch anstrengend. Muss man was trinken. So, das reicht nicht. Wir sollten Synergy einsetzen. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Ich habe all meine Kräfte verbraucht. Wie steht's mit dir, Kyle? Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohnern geholfen habe. Ja, ich habe eine Idee. Dafür drehe ich mich im Kreis. Wir müssen Hilfe holen. Ja, ich meine, klar, ne? Wir können auch weiter hier bleiben und so Maulaffen feil halten. Ja. Haut ihn euch an, dem geht's doch gut. Der hält durch, ich meine, ne? Wir können ja auch noch ein bisschen stehen und diskutieren, ne? Es läuft. Oder? Wie geht's euch so? Okay, wir müssen Hilfe holen. Ob Felix noch durchhält, bis wir jemanden gefunden haben, der uns hilft? Ich weiß nicht genau. Lasst uns das ausdiskutieren, oder? Ich meine, er hängt da. What you doing? Just hanging around with my butt. Genau. Ja, diskutieren wir es aus, oder? Komm, ihm geht's da gut. Er hängt ab. Es gibt nichts, was wir für ihn tun können, oder? Ich weiß nicht, doch. Ich meine, ne? Wirf ihm noch ein Stück Kuchen oder so zu. Das wäre doch was Nettes, oder? Was getrunken hat er gerade schon. Er ist gut hydriert, der Junge. Ein Stück Kuchen. Das kannst du ihm servieren. Bleibt auf dem Wasser bestimmt auch dahin, wenn du es ordentlich machst. Ein Stück Kuchen. Kuchen wäre doch was. Dann geht und holt Hilfe. Aber so schnell wie möglich. Und vergiss den Kuchen nicht. So schnell wie möglich. Ja, sie kommen echt früh drauf, oder? Ich meine, das muss man wirklich sagen. Ja. Ja, Jenna, kannst du auch mitgehen? Du wirst doch Hilfe holen, oder? Und Kuchen. Wir brauchen Kuchen für den Jungen. Was hat er nur mit seinem Kuchen? Ich habe Lust auf Kuchen. Dein Bruder zählt auf dich, Jenna. Ja. Also gut, lass uns gehen. Bis später, Leute. Wir holen Kuchen. Ich gehe in den Norden, du gehst Richtung des Dorfplatzes, ja? Vielleicht hat noch jemand Kuchen übrig. Sofort, ich suche nach jemandem, der noch Psy-Energy in sich hat, ja? Jo. Sky! Hast du gesehen, was gerade geschehen ist? Ja, dass ihr euch da die ganze Zeit unterhalten habt, während der Junge da fast ersäuft? Dass ihr irgendwann mal auf die Idee gekommen seid, Hilfe zu holen? Dass ihr über Kuchen geredet habt? Ja. Oder sollen wir sagen, nee. Wir haben das besser mal übersehen. Nein. Wir haben gesehen, wie furchtbar ihr euch verhalten habt. Ja, das haben wir gesehen.
Ich muss Hilfe holen, bevor Felix ertrinkt. Ja, warum stehst du denn jetzt hier und quatscht uns noch voll? Komm, lauf, Alte. Lauf. Würdet ihr beide mir ja wohl helfen? Wobei, Kuchen backen oder was? Jetzt geh schon. Der Junge ertrinkt. Ich meine, ich mache hier eben meine Witze, ne? Aber sie steht da und quatscht die ganze Zeit überall rum. So, ja, komm jetzt, mach, wenn du dann endlich weiterläufst. Jenna ist zum Dorfplatz gelaufen, um Hilfe zu holen. Ihr solltet ihr folgen. Ja, klar, wir bringen den Kuchen. Die Alte. Ich meine, wenn die sich so viel Zeit lassen, ne? Ich meine, oh, hallo Felix. Wir winken dir zu. Hallo. Hallo. Ja, dann können wir dir auch dort die Kisten durchsuchen, oder? Holzkiste ist nichts. Jetzt hat man ja Glück. Nee, tatsächlich leider in diesem Prolog hier werden wir nirgendwo etwas finden. Bisschen Schaden. Bisschen Schaden kann es nicht. Nee, ein bisschen schade. Genau. Ja, aber ich meine, er hat es damals nicht gemacht, oder? Als er das erste Mal so ein Spiel gespielt hat. Erstmal alles durchsucht. Egal, ob der Junge da absäuft, wir müssen schauen, ob wir hier irgendwie eine Goldmünze finden. Damit wir uns mehr Lollis kaufen können. Oh, hallo. Oh, hier hat man ja eine tolle Aussicht. Wie geht's dir da? Hä? Wir sehen dich. Guck mal. Wir möchten winkeln. Lass besser nicht los. Hier vorne ist so ein Strudel hier direkt vor uns. Siehst du das? Ja, das könnte schlecht werden, wenn du da reinkommst, ne? Also, ne? Da drehst du durch. Oh Mann. Ah, noch eine Beißmaus. An der beißen wir uns nicht die Zähne aus. So, wir greifen. Ah, wir haben gerade übrigens gesehen, dass Gareth langsamer war als diese Fledermaus. Ups, falsche Taste. Wir greifen die Fledermaus an und Gareth greift die Beißmaus an. So. Bumm. Fledermaus, siehst du. Das wird langsam ein bisschen eng. Gut, dass die Beißmaus jetzt tot ist. Ob wir das schaffen? No rest, no fun. Jawohl. Auch noch 3 Münzen gekriegt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 10 Münzen. Yeah, wir sind reich. 10 goldene Münzen. So, wir heilen uns jetzt aber nicht. Ja. Wir sind hier im Dorf. Wo kommen die ganzen Monster her? Das ist aber auch alle Treppen. Die müssen hier eine Ausdauer haben. Bei den ganzen Treppen, die sie laufen. Alter Schwede. Opa. Ah, hier noch so einer. Bist du auch tot? Oh, ich bin total erschöpft. Fallenden Felsen aufzuhalten, hat meine gesamte Synergy verbraucht. Jo. Naja, gehen wir erstmal shoppen, oder? Ist hier ein Kiosk? Weiß ich, mit Schlümpfen und Lakritzschnecken und so. So toll fand ich die Lakritzschnecken eigentlich nie. Aber ich habe gerne damit gespielt, oder? Habt ihr das auch früher gerne? Lakritzschnecken gespielt? So erstmal abgerollt. Dann noch die beiden in der Mitte zusammenhängenden, Fäden, wie auch immer, auseinandergezogen. Dass ihr zwei lange Streifen hattet. Wer hat's gemacht? Jo, da sind sie doch. Wir sollen nach Süden um Hilfe holen, oder? Komm, nach Süden. Wir dürfen nicht. Geht und helft den Ältesten. Der Felsen ist zu schwer, als dass sie ihn noch länger halten könnten. So, ja. Stellen wir uns mal dazu. Wir sind Schaulustige, komm. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Felsen unser Dorf zerstört. Lasst uns den Ältesten helfen. Achso, das war gar nicht der Opa. Wir zählen auf euch, das war der Opa. Jo, tschüss mit euch. Großvater, Jenna. Gareth, Sky, seid ihr hier, um mir zu helfen? Jenna hat mir von Felix berichtet. Seid ihr deswegen hier? Eigentlich sollen wir den Kuchen holen. Ein. Aber abgesehen davon will ich, dass ihr Jenna helft. Die Kuchen tragen, es ist ganz viel für alle. Volles Haus. Großartig, ich bin wieder voll aufgeladen. Yeah. So, seht ihr den Typen? Mit seinen komischen Fransen, die ihm da vom Kopf ins Gesicht stehen. Ja, als Junge habe ich natürlich auch schon mal von Frankensteins Monster gehört. Ja, natürlich nie eins gesehen, aber ganz ehrlich, genauso wie den Typen da habe ich mir Frankensteins Monster vorgestellt. So total grobschlächtig, so ein Fleischberg. Mit so Haarfransen, die ihm noch ins Gesicht hängen.
Der Typ war für mich immer die Verkörperung von Frankensteins Monster als Kind. Jetzt bei dir hast du deine Psynergy wieder aufgeladen. Genug, um Felix zu retten. Dem Psynergy stank, ja. Stein sei Dank. Okay, Jenna, du hast ihn gehört. Jetzt schnell zurück. Der Weg ist vielleicht von Felsbrocken versperrt. Ihr zwei könnt ihnen den Weg zeigen. Ja, wir sollen aber die Kuchen holen. Danke, Sky. Jo. Jetzt haben wir ein Riesenteam. Immer noch bestehend aus zwei Leuten.